Wenn der Verstorbene oder die Verstorbene dann bei Ihnen ist, was passiert dann? Was machen Sie? Also man weiß, die werden irgendwie gewaschen. Also wir nehmen jetzt mal den Fall, ein älterer Mensch ist zu Hause gestorben, dann fahre ich dahin und frage, möchten Sie beim Waschen und Ankleiden dabei sein? Und dann wird erstmal oft gestaunt, das könnte ich? Ach, das überlege ich mir. Und dann sage ich eben, wie damals Julia, Sie können bei der Tür stehen oder ganz nah, wie Sie mögen. Gucken Sie einfach, wie es Ihnen geht und kommen Sie dazu, wenn Sie das möchten. Und dann waschen und kleiden wir an Also und man wäscht alles, auch Poschi und alles. na, eigentlich ist es so, dass die Menschen nicht dreckig sind in dem Sinne, sondern dass es nochmal eine Berührung ist, eine eigentlich rituelle Waschung. Man könnte auch eine Salbung machen oder man könnte auch auf die Stirn salben zum Beispiel. Es geht nicht um Reinigung, sondern für die Angehörigen nochmal um Kontakt. Sehr häufig ist es so, dass im Sterbeprozess der Körper sehr empfindlich ist, empfindsam ist und ein Kontakt nicht wirklich möglich, weil man auch immer das Gefühl hat, man stört irgendwie. Wenn jemand am Rübergehen ist, sozusagen. Genau, Ah, oder okay. bei einer Erkrankung, ne? Da sind dann, ja, ist vielleicht auch nicht die Atmosphäre dafür. Und deswegen ist das Waschen ein nochmal berühren und auch das Ankleiden ein nochmal berühren. Und da gibt es viele, viele Dinge, die ich gefragt werde. Ja, und muss man da nicht die Knochen brechen? Und also viele, viele Dinge auch, die Menschen eben auch nicht wissen.